Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Anno 1800 zur Kampagne zu einer Situation, in der wir sind. Wir waren in einen Krieg geraten, weil die Alte ist wütend auf uns aus irgendwelchen Gründen und hat sich entschieden, uns an den Kragen gehen zu wollen. Wir hatten eine durchaus stattliche Flotte an Fregatten. Ein Linienschiff kriegen wir platt mit dieser Flotte, die wir haben, zwei nicht. Das bedeutet, wir müssen es jetzt geduldiger halten und versuchen Stück für Stück ein Schiff nach dem anderen niederzukämpfen und sie so auszublüten. Bluten, nicht blüten. Gleichzeitig liegenden Schiffe könnten wir erreichen. Wir müssen einfach, glaube ich, mehr Handwerker holen und unsere Stadt generell größer machen, mehr ausbauen, weil wir ansonsten innerhalb dieses Krieges recht schnell bankrott gehen könnten. Und das darf natürlich nicht passieren. Nun gut, setzen wir das Segel. Nein, nicht Leertaste. Dann wieder zurück, wo wir in der alten Welt sind. So. Das ist eine Escort-Sache. Wir haben festgestellt, welche Farbe da. Ich muss kurz reorientieren. Da, diese türkisen Punkte sind ihre Schiffe. Aber Linienschiffe kriegen wir nicht platt. Wir wissen, dass es oben ein Linienschiff gibt. Und das sollten wir jetzt jagen gehen. Wir wissen, wo ihre Handelsrouten langlaufen. So, wir verfügen über eine ganze Menge Geld. Ich sollte die Zeit verlangsamen, weil viele Dinge auf einmal passieren. In der Werft. Linienschiff. Erfordert von uns 57 Handwerker. Sollten wir machen. Das bedeutet, wir müssen mehr Leute aufsteigen lassen. Solange uns die Arbeiter nicht ausgehen, können wir es erstmal machen. Oh, welch ein Luxus! So. 75 Leute passt da in so eine Hütte rein. Eine Krise. Man kann es nicht anders bezeichnen. Sondermeldung, Ihre Majestät, die Königin, scheint spurlos verschwunden zu sein. Bisher gibt es keine offizielle Verlautbarung, doch Sir Archibald Blake, der Haushofmeister Ihrer Majestät, wirkte bestürzt, als er heute Morgen die Stufen des Platzes hinabschritt. Oh, jetzt müssen wir... Ich möchte Frieden schließen mit der Alten. Mit Lady Margaret Hunt. Persönlich sehe ich sie als Margaret Thatcher, aber von mir aus. Mir wird unangenehm warm unter dem Kragen. Bittet sie dringend um Hilfe. Ja, ich weiß. So, ich hatte auch so unsere Leute hier überzogen. Das darf natürlich nicht passieren. So. Hoffen wir, dass das erstmal Sachen regelt. Wo sind unsere Schiffe? Da hinten. Was haben wir denn hier? 18 Pfünder. Schaden pro Schuss. Oh. Oh, das ist gut. Folgendes. Seekadett kommt auf dieses Schiff und wir rüsten die 18 Pfünder für dieses Schiff hier aus. Wir müssen halt schauen, dass wir die feindlichen Schiffe isoliert irgendwo finden. Hier unten sind die zu nah beieinander. Wir müssen dieses Linienschiff niederjagen. Das ist der Plan in dem Moment. Wir sollten hoffentlich bald Richtung 57 Handwerker kommen, damit wir in der Lage sind, die hier auszubilden. Aber wir können jetzt. Ich will nur noch die Bretter. Zeit 12 Minuten für ein Linienschiff. Unterhaltskosten 250. Na, wie dem auch sei. Neue Ziele? Okay. Sie scheint aber noch nicht so aggressiv auf uns loszugehen. Wir haben nur diese zwei Inseln, die wir verteidigen müssen im Moment. Und wir wollen hier diese Insel hier abnehmen, auf der es Paprika gibt. Nein. Diese Insel, auf der es Paprika gibt, wollen wir abnehmen im Verlauf dieses Krieges. Ein Wunder, dass meine Schiffe nicht sinken. Ja, Diplomatie. Ich möchte mich mit denen ein bisschen besser stellen, wenn es geht. Anne Harlow und Alonso Graves haben Waffenstillstand. Quicksave? Haben wir eine Taste für Quicksave? Ich speichere einfach mal so.
Schleim. Weil ich versuchen möchte, mich mit anderen besser zu stellen. So. Unser schrecklicher Kollege hier. Aktionen. Schleim ist leicht erhöht. Kurz vor dir hat mir jemand eine Ananas gebracht. Okay, von mir aus. Laden. Gott, eine Ananas. Was wolltest du mir damit sagen? Wie dem auch sei. Aber wir können ein bisschen die Ladebildschirme genießen, dieses Spiel hat. Dieses Spiel hat einen echt schönen Kunststil. Ich muss aber sagen, die Kampagne, die leidet ein bisschen unter ihrem Endlosspielstatus. Oder. Denn sie ist ein bisschen. Es wirkt ein bisschen überwältigend. Zum Beispiel kriegen wir jetzt die Meldung, die Königin ist verschwunden. Aber wir kriegen keinen Dialog darüber von dem Archibald Blake. Der sagt einfach, ich brauche Hilfe. Und das ist dann alles. Keine weiterführenden Dialoge. Einfach nur Standard. Hi. Die Besucher bleiben fern. Ja, mir egal. Oh, heißt das, wir kriegen hier bald wieder Besucher? Können wir sehen, Tendenz. Haben wir hier finanzielle Probleme, was die Versorgung angeht? Konsumgüter. Bier fehlt einfach. Schnaps ist auch nicht so gut. Müssen wir ein bisschen nachreichen. Wurst geht auch scheinbar langsam aus. Aber egal, das ist ein Linienschiff. Müssen wir. Wo ist es denn? Es wird doch irgendwo sein. Flotte segelt in Formation. Da taucht es gerade auf. Patrouilliert hier um die Umgebung. Will oben rum. Flotte unterwegs. Neue Gebäude wurden freigeschaltet. Pelzmäntel. Baumwolle nur in der neuen Welt. Ich dulde nur die Besten um mich. Beziehung hat sich mit der Zeit verschlechtert. Kann dieses Schiff. Okay, da oben ist das. Sie hat eine Selbstreparatur von 100%. Bewegungsgeschwindigkeit plus 10%. Ich fast einfach krank werden. Oh, ein Hospital sollten wir dann bauen. Ich muss mir ein anderes Stadtmuster einfallen lassen. Das hier, das hält einfach nicht so gut. Lotte bereit. Wir sollten das Hospital so schnell es geht irgendwie gebaut kriegen. Nähmaschinen könnten wir auch bauen. Das würde uns, glaube ich, ganz gut finanziell aushelfen, nicht wahr? Konserven wollen die haben. Bei Nähmaschinen können wir arbeiten. Warte, es geht hier los. Flotte erwartet Befehle. Holt es euch. Da haben wir ein weiteres Linienschiff und ein Kanon. Ne, das ist ein Schoner. Clipper. Die Linienschiffe dienen hauptsächlich der Eskorte. Und das ist dann etwas halt. Linienschiff. Hi. Wie weht der Wind? Der Wind weht so. In diese Richtung haben wir ein bisschen mehr. Oh je. Drehen. Noch nicht in Reichweite. Aber wir sind in Reichweite. Schiff unter Beschuss. Flotte bereit. Neue Ziele? Frieden wäre schon nützlich. Flotte erwartet Befehle. Bereit machen. Schiff unter Beschuss. Hi. Ah Gott, das Linienschiff ist mörderisch.
Stillgestanden! Herr Admiral! Halt! Jetzt! Gebt ihm! Flaggschiff zieht zurück. Aber ganz gut zurückziehen. Bis hierhin. Aber nicht. Flotte unterwegs. Flotte geht auf Fahrt. So. Benutzen. Neue Ziele? Könnt ihr in diese Richtung? Es ist so nah am Kartenrad, dass ihr nicht könnt. Laufen Koordinaten an. Flotte segelt in Formation. Laufen Koordinaten an. So, wir haben gleich ein Linienschiff. Du, pass auf dich auf. Der Wind ist jetzt mit uns. Flotte legt ab. Ah, da sind wir in den Winkel reingekommen. Flotte unterwegs. Flotte geht auf Fahrt. Hisst die Flagge meines Vaters. Neue Befehle, Admiral. Schiff, raus da. Haltet sie auf Kurs. Komm schon. Raus in der Reichweite. Ei. Ein Schiff. Nein! Wurde zerstört. Wir geben unser Bestes. Ah, egal. Kommen wir mit klar. Der Wind wird in diese Richtung, geht in diese Richtung. Vorsitzung zieht sich hier zurück. Wir müssen unsere Flotte ein bisschen neu sammeln. 15 Stadträger. Wir haben nicht genug Stadträger, wir haben nicht genug Handwerker im Moment. Oder Arbeiter. Sie entlohnen unsere harte Schufterei. So. Man muss immer bereit dazu sein. Okay, mit Linienschiffen wird das Ganze besser werden. Hat die Schiff eine Reparatur drauf? Ein Seekadett hat keine Reparatur. Brandgefahr minus 40%. Verwendbar im Rathaus. Leinen los. Na gut, ein Linienschiff. Oh nein. Da hinten kommt was. Da ist ein Linienschiff mit dabei. Das bringt uns nichts. Die Seekrebs wurde zerstört. Können wir mit Margot Hunt vielleicht irgendwie Frieden aushandeln? Bleiben. Nein. Erfolg unmöglich. Waffenstillstand erbitten. Unmöglich. Sie können mich nicht besänftigen. Das ist ein Jammer. Verkürzt den Aufenthalt in Deadwater. Aber warum? Okay. Ein Reparaturkran ist viel, wert. Unsere Schiffe haben es aber stark gelitten. Sie fokussiert ihre Flotte darauf, ihre Handelsrouten zu sichern, was sehr gut ist. Die Fregatte. Donner. Clipper. Aber sie hat dann immer noch zwei Linienschiffe. Mindestens. Und Linienschiffe sind übler Tobak. Flotte geht auf Fahrt. So. Na gut. Wir haben auch die Expeditionssache.
Hier am Arbeiten ist... Wäre es sehr oberflächlich, sich nach etwas Luxus zu sehnen? Wäre es. Aber ich will mal nicht so sein. Wir verlangsamen mal ganz kurz. Jetzt können wir sogar Pause... Nein. Nur verlangsamen geht's. Bauen. Nähmaschine. Eine Eisenmine macht 15. Kann 2 Hochöfen versorgen. Eine Eisenmine versorgt 2 Nähmaschinenfabriken. Eine Kohlemine. Aber wir können auch einfach ködern. Nicht? Oder haben wir Steinkohle irgendwo als Vorkommen? Zement, Kupfer, Zement. So, die haben wir schon alle gesehen. Zink. Nun gut. Das ist Steinkohle. Okay. In dem Fall Lagerhaus. Was brauchst du für Arbeitskraft? Arbeiter. Wir brauchen mehr Arbeiter und wahrscheinlich ein paar weniger Bauern an dem Punkt. Müssen wir ein bisschen mit aufpassen. Brot geht aus. Versorgung ist kritisch. Wurst ist kritisch. So hat verbraucht schon? Nein. Ach, das ist gar nicht kritisch, die legen einfach gerade los. Wie sieht es bei denen hier aus? Die können das uns sagen, wie es gerade ist. Versorgung keine, keine. Perfekt, perfekt, läuft. Okay, wie ich sagte, Kohlemine. Eisenmine. Arbeitet die Geist schnell? Ja, beide kriegen es hin, 2 Hochöfen zu versorgen. Und jeder Hochofen versorgt eine Nähmaschinenfabrik. Also können wir 2 Nähmaschinenfabriken bauen. Minus 221, was Arbeiter angeht. Das ist eine ganze Menge. Wir müssen die Stadt drastisch nachrüsten lassen. Okay. Zwecks dessen brauchen wir einen weiteren Marktplatz, glaube ich. Wir brauchen zuerst mal einen Raster, an dem wir bauen können. Denn das hier, was wir jetzt bisher haben, hilft nicht wirklich. Nein. Oh, hier haben wir einen Unort. Baumaterial fehlt? Wir haben das Geld hierfür. Ach, für die Brücke haben wir das Baumaterial allerdings nicht, nicht wahr? Okay, jetzt haben wir das hier so stehen. Ich will Straße. Lass das. Das hier funktioniert nicht wirklich. Oh, Bretter. Joinks. Okay, wir haben jetzt gerade ein bisschen Zeit. Zieh die Schiffe hierhin zurück. Wir haben hier halt einen Haufen öffentlicher Gebäude. Wir sollten in diese Richtung halt weiter expandieren, deswegen. Marktplätze haben wir die hier. Ich will gerade, was für Hütten wir wie bauen wollen. Okay. Wo
Was ist ein gutes Muster? Denn dieses 2x2, dieses Muster auf 2er Basis scheint nur mäßig gut zu funktionieren, habe ich das Gefühl. Drei Basis lassen wir halt hier einen kompletten Platz. Es gibt etwas, was ich gesehen hatte. Und das basiert auf 10er Basis tatsächlich. Was eine interessante Idee ist. Da könnten wir zum Beispiel noch so eine Hütte reinsetzen. Oder man kann es benutzen, um stattdessen so öffentliche Gebäude mit einzuplanen. Also eine 10x10 war das. Nicht 10x... So, das heißt, wir müssten das dann... Wenn wir damit so arbeiten wollten, müssten wir hier noch einen Platz lassen. Hier noch was hinsetzen. Diese Hütte könnte man auch verschieben. Aber so würden wir dann 10x10 ziehen als Art und Weise, wie wir unsere Stadtgebiete bauen wollen. Und da kann man die öffentlichen Gebäude scheinbar besser mit reinsetzen. Ich hab das Muster halt irgendwie gesehen, weil ich ja ein bisschen durchaus rumrecherchiert habe, um zu schauen, was eventuell gute Aufgaben muss, Baumuster sein könnten. Hier fehlen die Rohstoffe. Hier fehlen die Arbeiter, das ist das Problem. Haben wir sie überhaupt live Platz? Es fehlt die Arbeitskraft. Wenn ich jetzt allerdings die Sachen hier ausbaue, haben wir nicht genug Bauern übrig. Wir müssen also für mehr Bauern sorgen, bevor wir irgendwas anderes mitmachen können. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Schiff was? Unter Beschuss. Stillgestanden. Warum? Neue Ziele? Meine Schiffe. Linienschiff, ihr müsst hier weg. Es ist noch hart genug am Wind, dass ihr da weg können solltet. Schaden am Schiff, Admiral. Ich weiß, dass das Schaden am Schiff ist. Das ist ein Clipper, den könnt ihr vielleicht plündern. Hier keine Eskorte. Aber wir müssen Abstand von diesem Monstrum hier halten. Wenn wir selbst eine Flotte aus 4 Linienschiffen aufstellen können, werden wir alles zerschlagen, was uns entgegenkommt. Aber das müssen wir erstmal hinkriegen. Flotte legt ab. Wir geben unser Bestes. Flotte geht auf Fahrt. Zieht euch einfach zurück, wir sammeln unsere Flotte und dann erst greifen wir irgendwann an. Bringt ansonsten gar nichts. Und wir können noch eine Hütte reinsetzen. Und hier noch eine Hütte. Wenn ich an dich denke, denke ich an Lackerei. Das ist nicht nett. Okay, ich glaube, wir sollten. Können wir im Konto einen passiven Handel irgendwie einstellen? Wie handelt man passiv? Geht das irgendwie? Das wurde uns nämlich noch nicht beigebracht. Neue Ziele? Wenn wir die Werft jetzt gerade stillgelegt, was nicht hilfreich ist. Wir haben halt zu viele Handwerker jetzt hochgezogen.
Sonst haben wir zu wenig Arbeiter und wir müssen mehr Arbeiter haben. Dafür brauchen wir 4 Holzbretter. Dafür müssen wir speichern und hoffen, dass wir das Ganze ins Laufen kriegen. Außerdem würde ich gerne diplomatisch gesehen sie mir ein Geschenk anbieten. 20.000 ist ein bisschen sehr hoch. Aufgabe ersuchen. Vielleicht eine gute Idee. Kannst du das erledigen, ohne zu jammern? Es geht um deinen Kopf. Wir können die Fortsetzung das machen lassen. So. 3 Schiffbrüchige, das ist kein Problem. Wo sind sie? Da sind sie. Solange wir auf die Fortsetzung aufpassen, sollte das kein Problem sein. Wenn die Fortsetzung über einen Dampfantrieb verfügt, kann sie auch gegen den Wind gut arbeiten. Haben wir eigentlich wieder irgendwelche Unorte, die wir einreißen dürfen? Moment, habt ihr das richtig gesehen? Wenn ich UG kriege... Ah, wenn ich U nehme, kriege ich sozusagen einen Upgrade-Knopf und kann damit wahrscheinlich dann so einen Rahmen ziehen über Gebäude, die abgegradet werden möchten, nicht wahr? Kann ich nämlich so machen. Vielleicht. Gut zu wissen. Das Schiff hat ein bisschen gelitten. Ich frage mich, worunter. Schaden am Schiff, Admiral. Den haben wir. Aber das Schiff wird zum Glück gerade ein bisschen geheilt. Haltet sie auf Kurs. Okay. Naja, wir brauchen Arbeiter. Wenn wir ein Linienschiff bekommen können. Ein Linienschiff wird uns echt mächtig machen. Ich mag, dass die Werften ein bisschen angelehnt sind an Anno 1503, wie die funktionieren. Wir stecken hier viel Herzblut rein. Das gefällt mir schon sehr. Wir brauchen mehr Holzbretter. Ich glaube, wir sollten ein bisschen was nachreichen, was Baumaterial angeht. Sekunde. Ein Holzfäller, ein Sägewerk. Braucht Bauernarbeit, haben wir. Schiff unter Beschuss. Nichts, was. Wir bleiben an der Flanke des Piratenschiffs, weil das ein Piratenschiff ein Kanonenboot ist. Und die schießen nur nach vorne. Ich will sterben, aber nicht heute. Jetzt will sie 55.000. Nein, ich bezahle dich nicht. Überflüssig wie Skorbut. Du, meine Dame, könntest doch... Bleib einer von den Guten. Um den Rest kümmere ich mich. Weißt du, ich glaube dir. Wo sind die Schiffbrüchigen? Bleib in Bewegung. Wir müssen einfach von dem Linienschiff fernbleiben, das da eventuell unterwegs sein wird. So. Ein Schiff. Erster Klasse. Nein, es ist nicht. Ein Linienschiff erster Klasse wäre eine andere Nummer. Das kann ich dir sagen. Irgendwas fehlt immer. Schiff unter Beschuss. Weiß, ich bin sehr versucht, aber wir haben hier ein bisschen was zu tun. Sobald wir unser eigenes Linienschiff haben, werden wir die, wenn wir Anne Harlow durchaus ein bisschen was mitgeben, nee, nicht Anne Harlow, Margaret Hunt, das eine oder andere mitgeben können. Aber ich hätte gerne 2, um die Wahrheit zu sagen.
Dann haben wir kategorisch immer... an Arbeitskraft. Ich arbeite an der Arbeitskraft. Aber irgendwie ist unser Holz gerade nicht so ganz toll. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir mit niedriger Geschwindigkeit gerade spielen. Und das Ganze mal auf reguläre Geschwindigkeit hochgehen lassen können. Oder auf sehr hohe. So. Sag nicht, du hast wirklich die Befehle befolgt. Hab ich. Mein kleiner Bote ist zurück und er freut sich. Ich hasse dich so sehr, mein Freund. Wir gehen hier rüber und verkaufen den ganzen Müll, den wir gefunden haben. Hier gibt's eine Aufgabe. Uns geht's so gut, da kommt man auf verrückte Ideen. Eine Rätselaufgabe, okay. Nur ein kleines Zahnrad, aber sie bedienen die ganzen Hebel. Was ist der Auftrag? Langsam. Die Kollegen des Arbeiters nehmen ihre Gewerkschaftsversammlung nicht so ernst. Wer? Er möchte, dass sie ihm helfen, sie in der Stadt zu finden und Teilnehmer zu bewegen. Okay, gut. Hört auf damit. Nicht übel, Boss. Eine Hauerin. Ah. Gut, wir brauchen noch mehr Arbeiter. Wir haben einfach nicht genügend. Ich schau mir die. Die Einheimischen sagen, dass das Handelsschiff dort drüben einem Fremden gehört. Vielleicht ist er der Lieferant. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte nicht das Schiff verkaufen. Wo ist das Handelsmenü? Übrigens, nein.